Das ist sie, Berlins Nachwuchssportlerin des Monats Januar, Alicia Brückner. Die Sportart Jiu-Jitsu. Klar, keine gewöhnliche Disziplin für ein junges Mädchen wie sie, doch dafür ist der Respekt der Mitmenschen umso größer. Viele sind halt auch so, dass sie dann sagen, mit der lege ich mich auf keinen Fall an. die macht mich hier noch platt oder so. Und ja, aber meistens sind eigentlich eher so, dass sie mich halt auch darin unterstützen oder halt sagen, dass sie es cool finden, dass ich sowas mache. Alicia beginnt ihre sportliche Karriere im Ballett, wechselt dann zum Judo und kommt schließlich zum Jiu-Jitsu. Freundinnen findet sie dabei eher weniger. Nicht, weil sie ein komplizierter Typ ist, im Gegenteil, es gibt schlicht gesagt wenig weibliche Beteiligung. Also die Jungs, die da halt auch sind, mit denen macht es auch Spaß. Das ist jetzt nicht so, also wir sind eigentlich wie so eine große Familie, die zusammengewachsen ist. Aus diesem tollen Umfeld entwickelt sich eine Top-Sportlerin. Alicia ist festes Mitglied im Bundeskader. Im vergangenen Jahr wird sie sogar Fünfte bei der WM in Bukarest. Nun Sportlerin des Monats. Also es kam so plötzlich so, ja, du bist als Nachwuchssportlerin nominiert worden. Ich so, wie, hä, was? Ich war so total so, okay. Und es ist halt auch nicht selbstverständlich für mich, dass ich jetzt so, ja, du bist Nachwuchssportlerin geworden. Und ich habe mich halt echt drüber gefreut. Die größte Ehrung für eine Sportlerin wird sie aber nie erreichen. Jiu-Jitsu ist im Gegensatz zum Judo nicht olympisch. Trotzdem hat die 16-jährige Berlinerin andere Ziele. Trainiert momentan für die EM in Schweden. Und was natürlich dann noch toller wäre, wenn ich dann nochmal für die WM nominiert werde, die dann in Mexiko stattfindet und dort dann halt auch sehr viel Erfolg habe. Alicia Brückner, Nachwuchssportlerin des Monats Januar und schon jetzt ein Vorbild für Mädchen und Jungen.